Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K15 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You und ich bin so froh, dass wir endlich wieder spielen können, weil ich habe die ganze Zeit so einen blöden Bug gehabt, ich konnte nicht connecten und nein, und das heißt, wenn du irgendwie spielst, kannst du keine VC verdienen und nix. Macht ja gar keinen Sinn, wenn wir uns nicht verbessern können. Von daher habe ich dann ausgesetzt, so lange, bis das endlich gelöst war und das hat jetzt fast eine Woche gedauert oder was? Seit Freitag konnte ich nicht mehr spielen. Oh Mann, ich sag euch, so ein Scheißdreck. Aber was soll's, funktioniert wieder. Wunderbar. Ja, dann gehen wir auch direkt ab ins nächste Match. Gegen die Spurs. Kurz Moment, Xbox Ton aus. Dann kommt hier uns auch nicht mehr in die Quere. Mensch, 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 ich sag euch. Oh, lad, komm, Junge, gleich hat das. Oh Gott, endlich, ey. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus der Übung, aber was soll's, das kriegen wir schon hin. Wunderbar. Bin drinne oder gleich drinne, sagen wir es mal so. Und wir führen sogar, sehr gut. Offensivfoul, wunderbar. Keine Anweisung, okay. Green against the Flalo. Six to shoot. But Nuggets need to get a shot off here. Werf jetzt, Mann. Und er hat's getroffen. Glück gehabt, ey. Boah. And with the Spurs in the playoffs, you can't even begin to think about a postseason without the Spurs being. Hab ja beschlossen, ein bisschen offensiver zu spielen. Müssen wir jetzt nur aufpassen. Duncan, the best department. Schöner Pass, muss ich zugeben. Du Drecksau. Oh, Mann. Hat er uns genutzt. And I'm agreeing with you there. Once they opened the lane up for him, that was a little emphasis on that finish. Take what the defense gives you and then. Junge, mach doch den Korb. Rebound und Foul bekommen. Jawohl. Super gut. Freu dich, Mann, genau. So nice. Sitzt. Wunderbar. Sitzt auch. Super. Ich bin begeistert. Gleich mal 6 VC abgestaubt. Gut, wie er sich da eingesetzt hat. Bonner comes in for Duncan. Bellinelli, he's checked in for Leonard. That's Mills in for Tony Parker. Here's Green. Schön weiter aufpassen. Wunderbar, der Block. That's plus 5 now on the glass. And Steve, I don't think there's any question which team came out with more energy. Moskow hat gefoult, schade. Wahrscheinlich illegal screen, nehme ich mal an. Ist nicht genau gesehen. Ja, vor allen Dingen, du hörst auch nichts, ne? Du kannst da ein Support-Ticket schreiben an 2K. Keiner reagiert. Du kannst die auf Twitter anschreiben. Keiner reagiert. Das ist lächerlich, was das angeht. Als ob sie das einfach nur totschweigen würden. Moskow im zweiten Foul hintereinander. Armer Junge. Ja, du warst es. Ja, genau. Noch eins. 30 knapp. Das wäre ja knapp hier beinahe ein Rebound gewesen, wenn das der zweite Wurf gewesen wäre.
Wäre natürlich saugeil gewesen. Aber die haben schon echt Stress, wenn der jetzt den ersten schon ertrifft. Vielleicht trifft er auch den zweiten nicht, da müssen wir aufpassen jetzt. Rebound! Scheiße, kein Assist jetzt hier an der Stelle. Müssen aufpassen, dass er keinen Pass spielt oder dergleichen. Aber da war sowieso keiner. Das war einer von uns. Ich hab falsch gesehen. Outside Green. Hat ihn getroffen. Just five to shoot. Muss langsam. And here's Mills for three. Rebound. By the Little General. Little General's got three rebounds now in this one. Randy Foy is on the way. Oh, es hat geklappt. Ich habe gedacht, ich krieg noch den Offensiv-Rebound. So, schön weiter aufpassen. So viele Rebounds habe ich früher als Point Guard gar nicht gemacht. Er hat ihn, sehr gut. Jetzt müssen wir nach vorne. It's been a sensational opening quarter. I like sensational, that's a good word for it. Robinson kicks to Gallinari. Rebound? Ah, Scheiße. Zweite Punkte konnten wir nicht machen. Da müssen wir eben noch ein bisschen trainieren, was das angeht. Ach, geht vorbei die Zeit. Ich habe gedacht, das wäre nur Shot Clock, aber es war ja von einem Viertel die Zeit. Mal gucken, vielleicht bleiben wir ja drinnen. Wir haben uns ganz gut geschlagen. Bleiben wir auch. Keine aktuellen Anweisungen. Und vor allen Dingen, und der Coach hat mir ja gesagt gehabt, dass er ganz gut sich vorstellen kann, dass wir drinnen bleiben. Also im Sinne von Starting Five. Yeah! Sitzt man nochmal Punkte. Wunderbar. How about the help on the drives and rotations? I mean, they've really been in sync as a unit. Ginobili and Leonard on the wings. Splitter is out there with the. Das wäre natürlich super gut, ey. Stellt euch mal vor, man wird hier wirklich Starter oder so. Super nice wäre das. The bucket was nice, but how about the finger roll finish? Beautiful. The Nuggets leading by 8. Manu Ginobili has always been one of my favorite guys to watch and an elite shooting guard on the court. I mean, the issue with him has been health. Scheiße. Kommt, Jungs. Und er hat's gemacht. Toller Wurf hier. Schick Geschichte. But 3 years later, Duncan definitely a believer. He said, I'm honored to be on this team because he's going to be great for years to come. And I'm going to hold on as long as I can. Guys, he's improved every season. Scheiße, ey, was ist das denn? Ich hab kurz nicht hingeguckt und dann gehen wir hier kaputt. Scheiße. Ach, Jungs, genau, ich verstehe dich, Trainer. Ich glaube, wir sitzen auf der Bank, okay. Bin aber auch schon wieder drin, ne? 51 Sekunden noch. 50 seconds left in the first half of basketball. And Ginobili, guys, clearly focused on trying to stay healthy. The last couple of off seasons, Steve, he's bowed out of international play. Verdammt, ey. So much mileage on his body, and it's more important for him to spend his summers just working. Oh je, Feuer hat gefoult. Those areas that he needs. And it's always tricky though to say no to your own country when they ask you to play on the national team. That's gemacht, okay. Danny Green, freut er sich mit Schnitzelbrot. 3 and D role player. On the Spurs always seem to find the second round pick was Green. He got waived by the Cavs, spent some time playing abroad. Now he holds the record for three pointers made in the finals. Rebound hat geklappt, nur Punkten nicht. Scheiße. Ja Gott, ey, wir müssen unbedingt punkten noch skillen. Macht ja keinen Sinn, dass wir hier zu den Rebounds kommen, aber sonst irgendwie punkten und so nicht. Der ist schnell. Scheiße, 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 Zuordnung geändert. Gut. Boah, der hat er uns gerettet, der Moskow. Sind aber auch nur mit 2 Punkten Vorsprung dabei. Gegner wechseln nur, wir nicht. Hat's gemacht.
0,2 Sekunden Ausgleich zur Halbzeit. Risky shot there. Size-wise, he easily comes out on the short end of the stick, so to speak. With the nice high release, he had no problem. Das wird spannend auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Okay, guys, let's focus and get down to business. Now, here's a few things I took away from the first half. The top thing for me has been that we've come up with some decent buckets because we made a savvy play on D, caused a turnover, and got an easy scoring chance. I want to see more of that, our defense leading straight into our offense. The guys I will give credit to are the guys who came off the bench and gave us the scoring pop we needed. And a point of focus has to be offensive rebounding from now on. I'm not as worried about our transition defense as I am about us missing out on second chance points, because they are there for us. Okay. This game shouldn't be as close as it is. We're the better team. You know it, I know it, and they know it. Now let's get out there and prove it. Okay. Dann mal los, ne? The third quarter now beginning. Both sides looking to pull away. Es muss doch Hochzeiten und Liebesgeschichten geben und so ein Kram, damit man eine richtige Schnulzensportgeschichte hat. Green, he's checked in for San Antonio. And now we're 3 minutes into the third quarter of play. Ja, und da kommen wahrscheinlich auch zur dritten Minute dann rein, nehme ich mal an, oder kurz danach. Kenneth Faried is out there with Hickson. Gut, wie er da verteidigt. Die Animationen sind halt schon klasse, ohne Scheiße. Aber wir sitzen dick hinten, seht ihr das? 48 zu 39. Müssen wir powern. Okay, passt. Fifth is Tony Parker. Well, as a point guard, you want to create the best shot possible for your team on every trip. And given the way those players have shot the ball, foul bekommen, jawohl. Super gut. I don't really want to see them doing that, Steve. They got to keep everything in the framework of the team, no matter how well they're shooting. I know what you mean. Ah, scheiße. Hot, but keep everybody involved. Jawohl, ich meine, der zweite. Das tut uns keiner einen erzählen. 5 Punkte und 5 Rebounds, gab es 15 VC für. Sehr gut. Jawohl! Gut abgeblockt. Scheiße, ich habe einen illegalen Screen gestellt, Mann. Blöd! You know, I agree with you. You've got to have some sympathy for the referees when they have to make calls like that, but they get paid well and they're the best in the business, so they can handle it. The Spurs making a switch here. Diaw's checked in. Alinari, he's checked in for the Nuggets. And the Scheiße. Zehn Punkte Unterschied, ey. Yeah, nobody boxing out. That's und ich traue mir im Moment nicht zu, irgendwie hier wirklich einen Schnitt zu machen, sag ich mal. Gut, dass er da den guten freien Raum hatte, um hinzugehen. Lawson's got his second bucket of the night. San Antonio leading by 8. You know, the Spurs culture really an example. Scheiße, lauf doch mal, der. Ey, echt. Dann läuft er so ein Stück zurück und dann braucht er ewig, bis er dann in Gang kommt nach vorne. Du kannst überhaupt gar nicht schnell reagieren mit ihm. Aber es ist wahrscheinlich auch hauptsächlich so eine Skillsache, ne? Ob er jetzt schon gut genug ist oder nicht. Punkte, jawohl. Kann uns keiner blöd kommen im Großen und Ganzen. Greg Popovich, the reigning coach of the year, a big part of his approach is empowering players. He says it's a players team and they've got to take charge. Rather than try to manipulate them, he said, it's a great feeling when players get together and do things as a group. Kevin? Thanks, Doris. You know, giving his players room to lead and allowing them to take ownership, I mean, I think that's part of the genius of Popovich. Scheiße! Nein! Ich war mit dem Finger schneller, ey. Ja, gebt's euch doch in die Hand, ey, ne? Könnt ihr euch mal die Hände schütteln auch dabei bei der Ballübergabe, ey. Ihr Schweine! Führung. What a great experience. The Nuggets trail by 12. Left side Lawson. Danke dir.
Here's Little General, covered by Duncan. Jawoll! Super. Here's Parker. Bin begeistert. Pass to Duncan. About 7 seconds separating the shot and game clocks. Muss bald werfen. And the pass to Leonard. Back to Duncan. Into Dia. 6 on the shot clock. It's Parker with the drive. Oh man. 11 Sekunden noch. Knappe Sache. Brought back the finger roll. That's a nice finesse move to pull off. With the defense all over. Left side Lawson. That one wide left. Okay, er hat's gemacht. 58 zu 46, ey, scheiße. Und dabei haben wir zur Halbzeit haben wir ausgeglichen gestanden. Ärgerlich, ey. Oh, Mann, Mann, Mann. Gucken wir uns hier die Assist-Geschichte an. Yeah. From a common unlikely source here. Yes, the big fella here doing his best impression of a point guard. Some changes here for the Spurs. Es ist immer noch 16 Punkte, 3 Minuten 37. Das sieht mehr als übel aus, Leute. And Parker subbed in for Mono Genova. And then for Denver. Farid's checked in for Gallinari. Flalo comes in for. Ist die Mannschaft runtergelaufen, als wir drinnen waren, habe ich das Gefühl. Leonard and Duncan are the pair at forward. Mills out there with Tony Parker. And it's Diaw in at the 5 down low. That's the San Antonio 5. Ach, was? Also bitte, ey. And it's whistled a kick. Okay, wir kommen rein. Checked in for Patty Mills. And Denver with a change here, too. Little General, he's checked in for Farid. Lauf, Junge. Wie er sich da erstmal in der Hose rummachen musste, ey. It's a 16-point game. Jawohl. Chandler with the steal. Here's Little General. Und er sitzt, jawohl. So macht man das. We're dropping for him in the first half, but it's been a different story here in the second. The Spurs have gone just 33% from the field in the fourth quarter so far. They are 2 of 6. Schön verteidigen. Parker dishes to Ginobili. In low to Duncan. That falls. Oh, ich war noch dran, ey. Weißt du, von hinten, aber es zählt ja wieder nicht. Aber andererseits war ja auch keine gute Verteidigungsleistung, sonst wäre ich nicht von hinten dran gewesen. And Lawson, here we go. Now Hickson inside. Scheiße, was war das für ein Schwachsinnspass, Mann? And a little over 3.5 minutes in the books so far here in the fourth. Unglaublich, ey. Schön aufpassen. Ginobili the pass to Diaw. Shot clock at 6. Here's Leonard. Also bitte, ich habe vorhin gestanden, ich bin im richtigen Moment gehüpft und keiner erzählt hier etwas von wegen, hast du gut gemacht, lächerlich. Komm, Rebound, Junge. Das ist mir doch nicht gefallen, oder? Lächerlich. Jetzt hat er schon die Chance und steht direkt unter dem Korb und macht dann überhaupt nichts raus. Aber diesmal war es gute Defense. Ja, du mich auch, Vogel. 21 Punkte. Scheiße. Hickson hat aber gefoult. Sehr gut, Glück gehabt. Ihr Quatsch, ist ja einer von uns. Scheiße. Das ist das Problem, wenn man die Mannschaftskameraden noch nicht alle kennt. Mozgov, he's checked in for Hickson. G comes in for Wilson Chandler. And it's Foy in for Aaron Aflalo. Scheiße, ein Foul. Horace Diaw, pretty unique player in the NBA. Came into the league as a passing point forward. Der erste sitzt, hoffentlich der zweite nicht. But he's a crafty passer and he can score a little bit from the outside. Very difficult player to guard. Ach, zweites ist auch super gut. Well, the popularity of the three-pointer at an all-time high, Steven, I'm sure you can appreciate that. The league even discussed adding a four-pointer. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was war das denn, ey? Was war das? Das ist doch peinlich, ey. I think even the three-pointer shot is probably overdone to this point, so... Also lächerlich, ey. Wenn man keine Ahnung hat, was man tut, sollte man zu Hause bleiben.
And so it's going to end up in the record books as a blowout, dominating performance for the Spurs. And it may be a comfortable win for him, Steve, and in the end, but, you know, they had to weather a few storms along the way, Clark, and that's all part of the story. Goodness. That's right, Kevin. I mean, this is by no means a runaway that it might appear to have been. I mean, it was a scrappy performance all the way through. Es gab dann doch keiner, oder? Lächerlich, sage ich euch. Jawohl! 8 Rebounds! Lawson, jetzt guck aber mal, dass du da was machen tust. Gut, hat er mich schön outgeboxt, oder ausgeboxt. Das war, glaube ich, Ginobili, der mich da rausgehalten hat. Lauf. I think it would be exciting to see. I don't think we'll go there, but I'd want the distance to be far enough away from the goal that players zu früh gehüpft. Zu früh gehüpft. 16 Sekunden noch, gleich ist die Misere hier im Eimer. A real significant part of the game. Randy Foy is on the way. Ja, wieder mit seinem dicken Arsch da, ne? Ginobili. Better not make a habit of giving him that shot. I mean, he doesn't miss many of them. Okay, Sache ist gegessen, verloren. Nee, will ich nicht. Ordentlich gespielt. 704 haben wir bekommen, das ist doch super. Gucken, ob jetzt nochmal was kommt, so danach direkt. Trink mal kurz was. Oh yeah. So, here we are again. You've kept your part of the bargain. What bargain is that? I told you if you kept playing like you were, you'd be in the starting lineup. You have, and you are. In the starting lineup? Oh yeah. Yes, that's what I'm talking about, coach. Man, don't even worry, I got you. Yeah, boy. Matter of fact, I'm just gonna play harder, work harder, and do whatever it is to make this team better. Good. You can start right now. Now beat it. Die sehen immer so grenzenlos begeistert aus. Neues Upgrade. Glückwunsch, Upgrade freigeschaltet. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Gehe zum Attribut-Upgrades-Menü und gehe den nächsten Schritt, um einen einzigartigen meinen Spieler zu erstellen, okay? Du hast Allzeitgröße erhalten, weil du allen zeigst, dass du Verantwortung übernimmst, um Spiele zu gewinnen. Mit dieser Plakette zeigst du allen, dass du einer der besten Spieler aller Zeiten werden willst. Für diese Plakette gibt es keine Upgrades. Gleich 2 Stück bekommen. Das ist ja mal nice. Nettes System übrigens, finde ich. Oh, ich muss auch Civilization kaufen. Das habe ich jetzt ganz vergessen, weil ich habe mich so geärgert über die E-Mail, die ich bekommen habe, sage ich euch. Ich kann mich heute nur ärgern, ohne Schwachsinn, gibt's gar nicht. Auf der Arbeit nur geärgert, zu Hause nur geärgert. Nein, zu Hause nicht, aber geärgert ist geärgert, ne? Coach-Zufriedenheit, 55%, ist ja eine neue Sache, die jetzt dazu gekommen ist. Finde ich ganz gut. Gucken wir mal, 2K-Nef. Gucken wir erstmal in die Attribute und jetzt mal in die Plaketten. Screen-Outlet könnten wir verbessern. Ruhig und gefasst. Frage, was machen wir hier? Wir haben 765. 1900. Müssen wir noch sparen, denke ich. Großen und Ganzen. Dann gehen wir direkt ab ins nächste Match. Kriegen wir 350 für gegen die Rockets. Das wird bestimmt ein spannendes Spiel. Bin ich mal aufgeregt, was da jetzt abgehen wird. Bisschen noch spannender für mich ist ja gegen Atlanta, was wir hier am 11. März haben, also in gut 3 Spielen sozusagen. Oder das dritte Spiel. Nächste Folge sozusagen dann. Weil wir haben ja damals dort angefangen bei den Atlanta Hawks. Umkleidekabine.
Okay, gentlemen, listen up. I don't need to go over the game plan again. We all know what we gotta do. Wanted to let you know I'm proud of the work we've been doing around here. Sharp practices, attention to detail all around. Also wanted to make it official, I'm inserting one of our up-and-comers into the starting lineup tonight. Let's help him out. Make sure the pressure doesn't get to him. Jawohl. Yeah, man. Appreciate it, dog. We all get one chance to shine. Let's make it count. Klar, Mann. Arena-Tunnel. Jetzt geht's ab, Mann. Unser Aufstieg in den Himmel. Hey, there you are. I've been looking for you. Yeah, you found me. What's going on? Word's come down. Coach is going to add you to the starting lineup tonight. And being a starter means we need to set you up with some of your own intro music for when your name is announced. Yeah, that's right. I didn't even think about that. Well, that's why I'm here. So look at the options, think about what you want, and we'll get it set up with the ops team. Okay, no doubt. This is all kind of hard to believe. You've been playing great. You deserve this moment. Good luck tonight. Thank you. Du siehst so unheimlich aus. Okay, wählen wir mal aus. Das nehmen wir, Mama used to say. Das finde ich gut, das gefällt mir. Alles klar. Na komm. Mach mal hin, Junge. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man sich seine eigene Mucke irgendwie aussuchen kann zum Auflaufen. Aber dauert irgendwie lange. Bin ich noch wieder zurück? Ah, ich musste Kreis drücken. Verdammt, ich hab gedacht, du die ganze Zeit wird gespeichert, hast nicht gesehen. There's always some young guy looking to take the crown from the king. I see it every year. Rumor has it, you're gonna be a player in this league real soon. Yeah, I got some game. Some game ain't enough in this league. Keep working. Maybe one day it'll be someone to worry about. Tonight. It's all me, baby. Yeah, man. Hey, man. Don't get too comfortable out there. I'm coming for you. Believe that. Brüder in Barte. Es geht schon ab ohne Scheiß, ey. Richtig viel los gerade irgendwie. Auf 50% haben wir doch schon. Ich gehe davon aus, dass das jetzt direkt ins Spiel übergeht. Solange wie das hier jetzt lädt. Na komm, Junge. Hallo? Zieh. Gut so. Komm. Jawohl. Das lassen wir mal laufen. Zumindest ein Stück weit. At point, at 5'9", number 5, Nate Robinson. At center for North Carolina State, number 7, J.J. Dixon. Yeah, man. Was geht das ab? At the other guard position, standing 6'5",
Und jetzt kommt. At the power forward position, at 6.9 inches, number 83, Little General. Jawohl, ey. Ey, die Gesichter da sind ja geil, ey. Na, dann geht's los, ne? Sau nice. Starting 5. Das ist überraschend gewesen jetzt. We'll be watching a game that marks the first official NBA start from Little General. Yeah, and that's sort of overshadowing any other storyline coming into this game, but I think only appropriately because he is really a dynamic young player. Ui, nicht schlecht, wurden wir gelobt von den Kommentatoren. Jetzt müssen wir nur gut genug spielen, damit wir unseren Platz auch behalten. Terrence Jones is down low with Harden. Harden and Ariza out on the perimeter, and it's Cannon in at the point. Sind aber relativ schnell jetzt, wenn die Starting Five gekommen, finde ich. Oh, beide drin. Really needs to set the example with his defense, his effort, and his unselfishness as well. And at the free throw line, it's all about consistency with him. Same routine, same stroke. Jawohl, Junge, super gut. Dreier, Mann. Bin begeistert. On defense, the Nuggets. And Harden is a great passer. But last season at times, it seemed like war ich nicht offensiv genug, was das Verteidigen angeht. Mit dem Rücken zum Ziel gestanden, sozusagen. Foul bekommen. Jetzt können wir in Führung nehmen, in Führung doch nicht. Oh Gott, nein, so schon gar nicht. Whether it's Kobe Bryant in Los Angeles or Dwayne Wade in Miami, Steve, they've all gotten after it defensively. Yeah, and I think komm, Junge, zurück. When he's locked in, he's great. You know, he's got the long wingspan, he's got the strength. It's just about having that focus and that. Nicht so geil gerade. Wieder drei Punkte gemacht, die Idioten. Robinson passes to Chandler. Danke dir. Here's Little General. Another shot. Rebounded by Howard. Scheiße, Howard, ich hasse dich. Because he had a clean look, just lost his focus. Schön aufpassen auf unseren Kollegen hier. Howard against Hickson. Die machen uns kaputt. Well, Clark, a clear lane to the basket and the was ein Tier, ey. Is outstanding attacking basketball. Well, he had no choice but to take that one to the bucket. Maschine. Denver's gone 1-2 from long range in the first quarter. Robinson passes to Little General. Jawohl! Off of every team's radar to being in the starting five, quite a journey. And you have to think, ja, ohne Scheiß. Maybe 29 teams, but at least some teams just kicking themselves for not seeing the potential in this kid. I mean, it's crazy. Wurden ja nicht gedraftet und nichts. Just the surface of what he can do. Und jetzt sind wir hier in der Startaufstellung innerhalb kürzester Zeit. Robinson dishes to a follow from downtown. Rebound und nächste Punkte. D and get the bucket for two. Little General's got his second basket of the night. Rockets leading by four. Now we'll go to Doris Burke, who had a chance to talk with head coach Kevin McHale. Kevin, he said the besser spielen, besser verteidigen, Jungs. Well in their first two meetings was keep the defense guessing. He told me we like to show them different looks down the court. I can him. Persönliches Foul, weil es noch was hat wer für ein Doppelkinn? Wir offensiv faul. Doris, thank you, and not surprising that shooting the ball well an aspect of the game coach wants his team to adhere to. Well, everybody always wants to shoot the ball well, Kevin. I mean, that's pretty obvious. The key is getting yourself in position. Foul bekommen, jawohl, ja, sehr schön. Make sharp cuts, set good screens. Well, Steve, you've just laid out how you need to get
shooting good shots and the importance of good shot selection. Really essential nice. To being able to play a balanced game. Bisschen zu früh, aber es hat noch getroffen. Well, the Rockets, wouldn't you say, are really to be commended, Clark, for rebuilding this team without wunderbar. Ausgezeichnetes Timing beim zweiten. 6 Punkte schon. Es läuft. Jawohl. Komm, Flalo. Scheiße. Zurück. Allerdings, Junge. Scheiße, jetzt habe ich auch mal gefoult. Kostet gleich 2 VC, frecherweise. Wir bleiben drinnen, das ist gut. Also die Leute sind mit uns zufrieden, auf jeden Fall. Boah, ich liebe dieses Spiel, ohne Scheiße, ey. Ich hab das so vermisst. And it's 7 points for James Harden. Looks like he might be on his game today, Clark. Outside Robinson. Kicks to Fareed. Baseline try. That one off the back iron and out. Na, schlechtes Timing gewesen eben, was den Sprung anging. Aber was soll es, kann nicht immer klappen. Er sich freut, ey, so geil. Für die Animation, für die Spielerfreude sozusagen, eigentlich ganz cool. That's the only way you're really going to be able to counteract giving the ball to the opponent to Jury. Denver with the ball. Was ein Monster-Dunk, ey. Sau nice. Sind nur noch 5 Punkte Unterschied. Nur ein bisschen mehr Defense. 1 Minute 42 noch. Oben müssen wir runter. Ah, hat's gemacht. 2 Punkte. I just love the mentality they've had. If a shot isn't there, they're not forcing anything. They're moving it side to side and waiting to get a good shot. Here's little general James Harden. Und es ist, jawohl, 8 Punkte. Ich glaube, wir werden ausgewechselt. Oder auch nicht. Foy comes in for Aaron Aflalo. Doch, wir sind draußen. Na, ja, mal gucken, wann wir wieder eingewechselt werden. Okay, okay, Coach-Zufriedenheit. Der Coach, die Coach-Zufriedenheit basiert auf deinen Entscheidungen abseits des Spielfeldes und der Umsetzung der Anweisungen deines Coaches auf dem Spielfeld. Achte auf spezifische Anweisungen deines Coaches. Je besser du sie umsetzt, desto mehr VC bekommst du. Viel Glück. Okay, zum Offensiv-Rebound müssen wir gehen. Ausblocken, Moves nutzen. Wirst du ausgeblockt, bewege L nach links oder rechts, um auszublocken. Okay. Alles klar. Also wir sollen zu den Offensiv-Rebounds gehen. Du weißt Bescheid. Hat's gemacht. Sind 4-7 Punkte Unterschied. Robinson passes to Aflalo. Oh Mann, scheiße, ey. Jetzt war ich 3 Sekunden drin, weil ich so blöd bin und dann in der Zone stehen bleibe, ne? The Nuggets number 1. Yeah, I think the coach has really challenged this club at the break to improve their defense and that's exactly what they've done. And here in the second quarter of action with a hair under 2.5 minutes played so far. Cannon dishes to Jones. Oh Mann, ich flipp aus, Mann. Okay, okay, okay. Ariza against Chandler. That's good. Hat's gemacht. And the Rockets lead by 9. The Nuggets have gone 5 of 6 so far from the field in the second quarter. Trevor Ariza showing increasing comfort with his outside shot. Wow, das wäre beinahe ein Offensiv-Rebound geworden. Multiple positions. You know, we didn't see too many plays like that when they were digging this hole for themselves. No, maybe they'll start Clark making up for it now. Sie spielen einfach gut weiter so wie bisher. Macht eh keinen Sinn alles andere.
lets it go from 11. Ohne hat's gemacht. Gets it to go in on the assist by Johnson. Entweder ist am Ende damit zufriedener Coach oder eben nicht. Das ist das, was ich mir jetzt sage im Moment. And for a reason, Clark, a great rebound. And we know he's a good Hawk defensive. Yeah, he really is, Kevin. He gets his steals, but doesn't. Scheißen Dreck, das war Kacke. I mean, he stays in good defensive position. Ja, das Problem war halt, ich konnte mich auch nicht mehr bewegen, ne? Musste irgendwas machen, weil ich falsche Entscheidungen dann getroffen habe. He's an underrated passer too. This guy has a pretty solid all-around game to him. Houston's glad they got him. Jawohl. For the Houston Rockets, they come in off a good outing against the Detroit Pistons. Well, Kevin, they constructed a perfect offensive game plan going into that game, and it fuck was it, man. Apparent how powerless the defense was to stop him. Powerless is a good way to put it, Steve. We're unlikely to see that many uncontested baskets anytime soon. Make it 10 of their last 12 points coming off assists. Wow, are they moving the ball right now? They look good. Robinson goes in. Pass to Little General. And yeah. Robinson picking up the assist. That's 10 points for Little General. Well, they finally gotten into a rhythm offensively this quarter. Haben wir nur C plus bekommen, was das dann ging. Punkte, wenn du einen Vorteil hast, wenn die Offense auf dich konzentriert ist, kreiere Würfe für andere. Okay, ich weiß Bescheid. That's how you gotta do it. How do you eat a big pizza? One slice at a time. Ja, Mann, ey. Stück für Stück, genau. Catching up on the changes for Houston. Ich liebe die NBA-Kommentare, die sind so geil. And let's catch up with our sideline reporter, Doris Burke. Doris, over to you. Well, Kevin, JaVale McGee has all the tools necessary to be a great player. Jawohl! Often he can be his own greatest obstacle. But he and Coach Shaw are working on that. Coach Shaw said, I'm just trying to get him to slow down. That's what we've been working on with him. Just to slow down so he can use the gifts that he has. Ich bin begeistert, es hat geklappt, ey. Knappe Kiste, aber er ging rein. As you said, McGee is so gifted athletically that he'll be a force when he lets the game come to him. Pass to Harden, jacks up a three. It's hauled in by the Nuggets. Hickson Hutton. Hickson's got his fifth rebound right now in the game. Not able to find it here in the second. He's off stride and off track just a bit after that one he had earlier. A follow, no good. Scheiße. Houston leading by seven. Definitely a two. Wir müssen so die Punkte wiederholen, ey. Aber zum Glück ist ja eh erst Halbzeit dann. Kommt die ganze Zeit so vor, als wäre das Spiel schon zu Ende. Schöner Pass. Der hat uns ausgetrickst. Scheiße. Ariza's got 8 points. You're going to be waiting a long time if you're waiting for him to miss that when he's that open. Robinson kicks to Chandler. Danke dir. Here's Little General, defended by Jones. No good from Little General. Here's Kanan. So läuft's halt manchmal. Okay, Halbzeit. Wir liegen zurück mit 9 Punkten. And we've reached halftime in this one. Ich denke, 12 Punkte, die wir gemacht haben, sind eigentlich ganz gut. Hey, guys. Settle down for a second. I noticed a couple of things from that first half. Okay. Very nice offensive first half from the reserves. You guys had a big impact. We'll be coming back to you in the second half. I'll say this for us, though. Our shot selection has been terrific. We haven't forced things, and the shots are dropping for us because of that patience. And one more thing. Let's start worrying less about our transition D and more about our offensive rebounding. Okay, Junge. It's been a struggle so far. That's one thing you don't need a coach to tell you. We got a whole second half to turn it around. Now get out there and compete. Ja, man, ist ja gut. Offensiv-Rebounds, ausblocken. Okay, das ist nur Bescheid. Yeah, he's been a revelation here tonight. Clark scoring almost at will there in the half. Hard to imagine he'll keep it up for the next two quarters, but you never know. So on the floor for Houston. Terrence Jones is down low with Howard. Rockets foul. Harden and Ariza. Immerhin hat Howard einen Foul bekommen. It's Cannon in at the one spot. For Denver, gemacht. Free throws right down the middle so far. They're two for two. Yeah, they've just been sehr gut, Junge. In terms of free throw shooting this year, guys, about 75%. And guys, that's really an upgrade over how they shot last season. Not a come. But an upgrade nonetheless. Okay, sitz. Super. Jetzt sind es wieder 7 Punkte nur. Screen by Howard.
Here's Kanan, guarded by Robinson. And there's the Hicks not gefouled. Scheiße. Houston shooting their third and fourth free throw attempts of the game. And that one misses. Das ist ja schon mal gut. Der erste hat nicht getroffen. Ach, der zweite sitzt dafür. Klar. Frech. Denver shooting has been great, up over 50%. In fact, 52%. Feeds it to Chandler. Harden against the Flalo. The pass to Little General. Scheiße, wie steht da im Aus und knutscht da den Korb oder was, Alter? Statt zum Rebound zu gehen. Glamour stats. I mean, it takes work and effort and tenacity and physicality. But when you look at the scoreboard, scheiße, dreckige Flipper aus hier. Die machen uns so kaputt. 10 Punkte schon wieder, ey. And that's why it turned into the easy basket. The Nuggets trail by 10. Robinson passes to Chandler. Here's Little General. Ariza covering. Here's Hixon. Glück gehabt, mit Pech gehabt. Hixon hat nämlich abgenommen bekommen. Here's Kanan. He's got 8. It's Harden with the drive. Und er macht das natürlich auch. Oh. Wird ausgewechselt, nehme ich an. Immer noch rebounden. Jetzt, wo ich es machen muss, mache ich keine mehr. Self-imposed. But Coach Kevin McHale has taken to calling him Big Horse. I'm not sure. We'll see if that one catches on. Good. That one goes down, but offensively, just 1 of 4 to start the third quarter. Noch 4 Minuten in dem Viertel. Wir müssen gucken, dass wir auf der Defense ein bisschen was bringen. Wir müssen vorne die Kolbe machen oder wenigstens die Rebounds holen. Alles andere hat keinen Sinn. Die führen im Moment nur, weil sie die Rebounds holen. Screen by Howard. It's Harden with the drive. And fouled hard that time. Chandler hat gefoult. Gute Team Defense attestiert bekommen. Vielleicht haben wir Glück und können Ewings Defensive Rebound rausholen. Ausgewechselt. 10 minus. Okay, wir kommen wieder rein. 47 Sekunden vor Schluss. Ist ein bisschen mehr Druck, finde ich, als vorher. Den man so hat. Left side Terry. A baseline J. Gut, 27 Sekunden. Kommen wir rein. Gucken, was die Anweisungen sind letztendlich. For the Nuggets, J.J. Hickson, he's checked in for Mozgov. And it's Little General in for Kenneth Faried. James Harden, he's checked in for the Rockets. Sagt mir gar nichts, ne? Gar keine Anweisung irgendwie. Lawson drives in, rejected by Howard. Ist doch scheiße. Only got a slight edge in rebounding when you look at the numbers, but it certainly feels a lot bigger than it is. Well, the score has a lot to do with that, Clark. Just based on that, you'd think the rebounding gap would be huge. A shot by Harden, wide open. Und der macht das bei jedem Korb, ey. Jeden. Harden's got 5 points in the quarter. 5 seconds left in the third quarter. Here's Lawson. Oh, jawohl, letzte Sekunde. Super, ey. Without a second to spare. That can be so demoralizing for the team that gives up a shot like that to close out a quarter. Now let's take a look at our assist of the game presented by State. Wir gucken, von wem der kam. Von uns tatsächlich. Set up the basket. Some serious creativity. Sehr gut. Keine Anweisung, wie ich es mir gedacht habe. Ich denke, die Sache ist einfach die, wir müssen spielen, 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 so wie wir das für richtig halten, sonst wären wir ja nicht in die Starting Five gekommen. Wenn wir nicht irgendwas richtig gemacht hätten. Little General in at power forward. A Flalo and Chandler are on the wing. Hickson is out there with Nate Robinson. Scheiße, ey. The basket by Jones. He got a great read of where that miss was going and that allowed him to be the first guy to it and get the putback. Robinson drives in and it comes off the Toll, Harden.
Willst du gegen so ein Tier dann auch die Rebounds holen? Keine Ahnung. Der macht da die Dreier, der macht die 2-Punkte-Würfe, der macht die Rebounds. Was ein Monster. On the wing, Jason Terrell. He is guarded by a Aflalo. Howard with a screen on Robinson. 6 on the shot clock. Here's Harden. Here's Howard. Scheiße, ne? Habe ich jetzt den Offensiv-Rebound dann dazugelassen. Vorher gute Verteidigung gehabt und jetzt der Offensiv-Rebound. Scheiße, ich schaffe es. And for the Nuggets, they're shooting reasonably well, 45%. Outside Robinson. Danke dir. Scheiße. Jones has got his 7th rebound here tonight. And that'll increase their rebound advantage. They've definitely been winning that battle on the board. Well, the main thing is they haven't allowed many second chance opportunities. That is und dann macht er das. Das macht er uns kaputt. Und unsere Bewertung auch die Drecksau. And that's not something they should get away from. Clark, they've been struggling here on offense. Yeah, a little bit of cotton mouth here. Dry spell for sure. Little General. Foul bekommen, immerhin. Liegen wir aber auch wie ein Käfer da. He has 12 points and also a couple of rebounds. And a moment now to quickly take a look at the offensive approach for the Rockets. God. Plenty of mid-range jumpers in this one. That's been big for him. And they're passing also. Immerhin, der zweite noch. In the second half, we're really seeing a good, efficient offense as a result of that ball movement. Looking at who's out there now for the Rockets. Reza comes in for Jason Terry. And it's Patrick Beverly in for Isaiah Cannon. Harden the pass to Howard. Jawohl. It's stolen by Hickson. And here is Robinson. Passes to Little General. Danke. Shot from 12. Gut, Hickson. Hickson. Takes it from 10 and it's rejected. Scheiße, wieder geblockt. Warum muss ich immer auf Harden aufpassen? Kann mir das einer erklären? Ich glaube, wir müssen Defense ein bisschen weiter skillen. Jones trying to get open. Jawohl, rebound mal wieder. The shot by Chandler wide open. Here's Hickson. Macht Hickson dann noch den Rebound. Jetzt machen wir den Rebound. Oh, und Hickson wieder und Block. Ich glaub's. Was ein Scheiß, ey. Would be completely different if he'd shot the ball anything like he's capable of. And Beverly kicks to Harden. Outside Jones. Here's Harden on the wing. He's guarded by a Aflalo. Jawohl, gut Hickson. Nothing is falling for him this quarter. He's really out of his rhythm. Robinson drives in. A look at the clock. A little under 3.5 minutes gone here in the fourth. Here's Hickson. And it's jawohl, Hickson, gut. Da kannst du dich echt freuen, Junge. Now Beverly. Gibt heute eine extra Folge, sage ich mal, also extra lang. Haben wir verloren. Yes, General. Coach war nicht so zufrieden. Ist aber auch wieder eine Methode, um noch mehr VC zu bekommen letztendlich. Wenn er von uns will, dass wir rebounden, dann sollen wir vielleicht auch Rebound weiter skillen. Denke ich jetzt mal gerade. Oh, Arena-Tunnel. Yo, what was going on tonight? I'm running free all over the court and you didn't give me the rock. Man, what are you talking about? I'm talking about making sure I get my touches. Move the basketball. Share with your teammates. Make the extra pass so that we get easy looks. Got it? You might be right, man. I probably did have a little tunnel vision out there tonight. Next game, I'll make sure I share the ball more with you, all right? Cool? Cool. Oh man, was eine Heulsuse. We have time for more questions. You, sir? Hä?
Who would you say is to blame for your team's recent woes? You or your teammates? Was ist denn das für eine Schweinerei-Frage? Ich sag, wir sind ein Team. Well, we rise and fall as one. In our locker room, there are no finger pointers, there's no egos. We all know we need to get back to work and get better. Okay, Eric, you're up. Your teammates surely can't be happy with how much you had the ball in your hands in the loss tonight. You gonna do anything to change that moving forward? Ich rede mit dem Coach. I really don't know what to say to that. I haven't heard anything. I guess I'll talk to Coach about it tomorrow. But unless he says otherwise, I'm gonna keep playing the way I've been playing. Oh, ich glaube, das war keine gute Antwort. You? Yeah, first game as a starter. Feel good? Yeah. Yeah, man, it felt great. Yeah, even though you displaced one of your teammates from the starting lineup? It's a business, man. I'm just trying to handle mine, all right? Tell that to the other guy. Was bist du für ein Arschloch? Hey, man, the other guy's my brother, all right? I bleed for him, he bleeds for me. And I think that answers the question. That's all the time we have, folks. Monsterella, man. Und Giant. Giant und Monsterella. Neue Plakette. Du hast die Schulterklopferplakette erhalten, weil du ein Spieler zu sein scheinst, der auf diese Art der Behandlung am besten anspricht. Mit dieser Plakette zeigst du, dass du es magst, gelobt und verhätschelt zu werden. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich denke eher negativ. Wieder ein Sponsorvertrag. Gutes Geld bekommen. So, würde ich aber sagen, machen wir hier einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.